Sexuelle Revolution, Polyamores, weiblich-bisexuelles Gruppeneheglück wiederentdecken, Mitlebende gesucht. Auch zum Beispiel in Köln, der Gemeinschaft Köln-Süd. Ja, schauen wir es uns mal an. Also. Die An Annonce, ein Annoncentext, dein erster Annoncentext ist also so: Geschenk an Gemeinschaftsinteressierte. Wir verschenken Supervision bzw. Unterkunftsplätze an Gemeinschaften bzw. Kommuneinteressierte in Deutschland. Online-Telefonkonferenzen, weil wir natürlich nicht wegen jeder Supervision durch ganz Deutschland reisen wollen. Also wir haben ja die Online-Technik kombiniert mit der Telefonkonferenztechnik zur Verfügung, so dass wir in einer Sekunde in jedem Winkel der Welt sein können. Die Next Scientists for Future sind nur ehrenamtlich kostenlos tätig. Sie sind also hier wieder bei dem Gütesiegel des wahren, hässlichen und guten, weil das Geld, nur das Geldlose ist gut für sie, weil es nur das Wahrheiten bringen kann. Denn in der Marktwirtschaft ist alles, womit Geld gemacht wird, auch immer basierend auf der Schädigung ihres Lebens. Deswegen Gütesiegel des wahren, hässlichen und guten. Frei nach Goethe abgewandelt. Die Next Scientists for Future sind nur ehrenamtlich kostenlos tätig und verfügen als erste über alles Weltrettungs-Know-how und wie man wirklich sehr viel glücklicher, gesünder, länger und so weiter in Gemeinschaften leben kann. Konfliktlösung und Befreiung von der gehirnwäscheartigen Unterdrückung aller menschlichen Glücksmöglichkeiten auf Wunsch auch des polyamoren weiblich-bisexuellen Gruppeneheglücks sind Teil des Supervisionsgeschenkes. Info Montag bis Sonntag 10 und 20 Uhr 0221 4308 2527. Ja, das heißt also, herzliche Einladung mitzumachen, sich zu melden, mitzureden erst einmal und dann vielleicht auch mal besuchsartig an zum Beispiel der Gemeinschaft Köln Süd teilnehmen und einfach mal, ja, schauen. Also ganz kurz zur Theorie. Ultra kurz jetzt nur. Die, ja, letztendlich waren die letzten 4 Millionen Jahre der Menschheitsevolution dieses Universums, da wurden die menschenähnlichen Vorfahren umkonstruiert in Richtung ja, polyamoren, bisexuellen Gruppeneheglücks, wir nennen das auch manchmal die urmatriarchale, pazifistische, bonobo-schenker-kommunistische Gruppenehe hat sich evoluiert, also nochmal urmatriarchale, pazifistische, bonobo-schenker-kommunistische Gruppenehe hat sich evoluiert, also für 4 Millionen Jahren der Rückgang, also die Abschaffung, also der Übergang quasi löwenartige, gorillaartige zu bonoboartige Lebensformen. Ja? Also löwenartig, ja, vielleicht dann eher so vor, ja, 20 Millionen Jahren denken wir eher ans löwenartige, also und Gorillaartige hier so vor 13,8 Millionen Jahren, also Zeitalter der Rivalentötungen und der Kindertötungen. Ganz viel Rivalentötungen, Kindertötungen. Sehr viel schlechtes Tun sozusagen. Dann hier
vor 4 Millionen Jahren kleiner werden der riesigen gorillaartigen und löwenartigen Eckzähne als Waffen für Rivalentötung und Kindertötung. Und das heißt, liebevolles, fürsorgliches Sozialsystem, Männer beschenken Frauen und Kinder. Und ja, und dann sozusagen diese Evolution lief immer weiter, bis dann vor 400.000 Jahren wohl die Hochblüte war, des polyamoren, weiblich-bisexuellen Gruppeneheglücks sozusagen erreicht war. Das heißt also ein liebevolles System, in dem die Frauen mit allen Frauen sexuell Lust erleben und Glück erleben und Liebesglück erleben und mit allen Männern der Gemeinschaft. Und so sozusagen maximales Lebensglück entstanden war. Niemand wusste mehr, wer der Vater welches Kindes ist. Dadurch konnte es zu keiner Kindstötung durch die Männer mehr kommen. Die Frauen töten die Kinder nicht mehr, weil sie in Liebe mit den anderen Frauen sind, sozusagen. Also die weibliche Bisexualität als Mittel sozusagen die Kindstötung durch Frauen zu beenden, die Vaterschaftsungewissheit, also wenn niemand mehr weiß, wer der Vater welches Kindes ist, dann wandeln sich die Männer um von Kindstötern, wie bei den Löwen, um zu den dazu, dass jedes Kind so viele Väter hat, wie Männer in der Gruppe sind, in der Gruppenehe sind und dadurch eine maximale Versorgtheit der Kinder ist, denn wenn dann mal ein Vater ausfällt, sind immer noch 30 andere Väter da für das Kind, ja? Und so ist, das ist die maximal glückliche Lebensform. Die wurde uns geraubt durch die Erfindung von der Marktwirtschaft letztendlich. Und die Marktwirtschaft unterdrückte dieses weibliche, besonders auch diese weibliche Glücksnote des Lebens. Und Ihnen, liebe Frauen, sei gesagt, dass auch mit der Hexenverbrennung, das war nichts anderes als ein Feldzug der Marktwirtschaft gegen ihre Lebenslust und ihre Liebeslust und ihre, ja, wie gesagt, ihre polyamoren, weiblich-bisexuellen Gruppenehe-Glückstendenzen sozusagen. Das war der letzte große Siegeszug. Danach war ihre Lebenslust so zerstört und unterdrückt sozusagen durch die Hexenverbrennung und Hexenverfolgung, dass sie sozusagen nie wieder gewagt haben, ihr wahres Glücklichsein oder Glückspotenzial wieder zu entdecken. Die Frauen wurden sozusagen so massiv verängstigt und wurden eben dazu erzogen, dass sie so sagten, sozusagen sagten, nein, ich liebe weder Frauen und weder viele Frauen noch viele Männer. Nein, nein, ich bin ein ganz braves Mädchen. Ihr braucht mich nicht als Hexe zu verbrennen. Ich habe gar keine sexuellen Interessen. Ich bin ein sexloses Lebewesen und genau das erzeugt die Marktwirtschaft. Das macht die Marktwirtschaft mit euch Frauen und natürlich beschädigt sie auch uns Männer und deswegen müssen wir alle uns ganz sanft und behutsam allmählich befreien von der Marktwirtschaft, ja. Noch einmal, um das deutlich zu machen hier,
Also das lag daran, dass die ersten in der Marktwirtschaft, die ersten Frühhändler und Frühärzte, die noch in der Wahrheit waren, plötzlich hier unter Aussterbensdruck geraten sind, weil nach und nach Händler, Frühhändler und Frühärzte auftauchten, die Irrtümer entwickelten, und diese Irrtümer erwiesen sich als vorteilbringende Irrtümer. Das heißt, hier diese Frühärzte und Frühhändler sagten solche Dinge wie: Oh, hört auf mit eurem polyamoren, bisexuellen Liebesglück in der Gruppenehe und so weiter. Das ist ja eklig, widerlich, so viel Sex und so viel Körperkontakt. Hört auf damit. Kauft lieber hier meine Produkte, meine denaturierten Nahrungsmittel, meine Geschmacksdrogen, meine künstlich hergestellten, denaturierten, wieder natürlichen Chemieprodukte später und so weiter. Und ja, wenn ihr dann dadurch krank werdet, kauft dann meine Medikamente, meine Pharmazeutika und so weiter und all diese Dinge. Also, und das war dann das neue Erfolgsmodell. Also die Menschen, die sich in solchen vorteilbringenden Irrtümern befanden, redeten euch Frauen euer großes Liebesglück weg, sozusagen, bis dahin, dass sie irgendwann die Leute dazu aufhetzten, euch Frauen als Hexen zu verfolgen, wegen eurer Liebesfähigkeiten und eures Liebesglück, eures Potenzials zum Liebesglück und zu einer Liebesgesellschaft, sozusagen, euch Frauen zu verfolgen, und dadurch profitierten diese Frühhändler und Frühärzte dadurch, dass sie sich massenhaft süchtige Kundschaft besorgten, von Medizinabhängige und von Konsumsucht, Kaufsucht, Shoppingsucht, Abhängige. Und dadurch konnten diese dann viele leibliche Nachfahren sozusagen ernähren. Und viele geistige Nachfolger finden und Nachfahren finden, so dass quasi dann in die gesamte Marktwirtschaft voll ist von Trägern dieser vorteilbringenden Irrtümer, und dadurch kommt das dann zu einer Gesamtgehirnwäsche, so dass wir alle Menschen unterdrückt sind, sexuell unterdrückt, von ihren Glücksmöglichkeiten total unterdrückt. Ja, also herzliche Einladung an alle Frauen und Männer, das wieder zu befreien. Und ja, ich habe ja eben schon vorgelesen, hier nochmal zurück hier, da also die Gesamteinladung. Also wir verschenken Supervision und Unterkunftsplätze an Gemeinschaften, haben selbst 10 Locations in Deutschland, unter anderem die Gemeinschaft Köln-Süd. Und ja, also jederzeit melden. Tschüssi, bis bald.